Das heutige Fest Erntedank wird einmal im Jahr gefeiert. Meiner Meinung nach viel zu selten, weil wir nicht nur an diesem Fest danken sollten für all das Gute. Das Fest wurde so gelegt, dass die letzte Ernte vom Feld eingeholt werden konnte und somit gut für den Winter gesorgt war. Kaum etwas blüht und gedeiht auf dem Feld im Winter. Alles ruht in der besagten Winterstarre und wartet sehnsüchtig auf den Frühling, wo es wieder anfangen darf zu blühen. Nach der getanen Arbeit und der Vorsorge für die nächste Jahreszeit konnten die Bauern diesen Moment nutzen und Gott für die gute Ernte danken. Bis heute wird dieses Fest in Gemeinden feierlich zelebriert. In manchen Orten gibt es sogar eine Treckerprozession, wo der Wagen und der Trecker feierlich dafür hergerichtet und geschmückt wird. Aber ich muss dafür kein Landwirt oder eine Landwirtin sein, um für die gesammelte Ernte danken zu dürfen. Jeder von uns darf für all die Lebensmittel danken, beziehungsweise vor allem für den freien Zugang zu den Lebensmitteln. Was das angeht, geht es uns hier in Europa sehr gut. Wir nehmen alles für selbstverständlich an und beschweren oder meckern noch darüber, wenn mal ein Rückstand passiert und wir nicht pünktlich unsere Lebensmittel bekommen. Vielmehr sollten wir für all das dankbar sein, was wir hier haben. Freien Zugang zu Lebensmitteln, freien Zugang zu fließendem Wasser und auch warmem Wasser, eine gut ausgebaute Infrastruktur und so weiter. Ihnen fällt dazu bestimmt noch mehr ein. Deswegen sollten wir heute das Fest ernst nehmen und wenigstens einmal im Jahr dem Herrn für unseren Luxus in Anführungszeichen hier in Deutschland danken. Ich durfte bereits schon erfahren, dass Gott auch in schwierigen und aussichtslosen Situationen weiterhin für uns sorgt und uns nicht im Stich lässt. Er findet für uns immer eine neue und passende Lösung. Und dazu stellt er uns auch die passenden Menschen auf den Weg, die uns dahin führen. Also lassen Sie uns heute in den kommenden Tagen einfach dankbar sein. Vielleicht gehen Sie mal bewusst raus und danken dem Herrn für seine Schöpfung, wie wundervoll er sie doch erschaffen hat. Bewusst sich Dinge in der Natur anschauen und dafür danken. Oder treffen Sie sich mit Ihrem Lieblingsmenschen und rufen ihn an und sagen ihm einmal, wie dankbar Sie für ihn sind. Dieses Wort Danke geht uns leider immer seltener über die Lippen. Somit lasst uns diese anstehende Zeit dafür besonders nutzen, um jedem und allem zu danken. Wer weiß, wie Gottes Plan noch für uns ausschaut und wie unsere Zukunft mit ihm und unseren Liebsten gestaltet wird.